Deep Silver. Der Vierte, König von Böhmen und Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, herrschte lange und erfolgreich. Das Reich, das er von Prag aus regierte, dehnte sich aus und erlebte Frieden und Wohlstand. Als der Herrscher starb, verfiel das ganze Reich in Trauer. Mehr als 7000 Menschen erwiesen ihm die letzte Ehre. Der rechtmäßige Thronerbe des florierenden Reiches war Karls Sohn, Wenzel der Vierte, dessen Vater ihn sein Leben lang darauf vorbereitet hatte. Aber Wenzel war nicht nach seinem Vater geraten. Er vernachlässigte seine Pflichten für frivolere Beschäftigungen. Er verabsäumte es sogar, bei seiner eigenen Krönung zu erscheinen. Womit er sich beim Papst nicht beliebt machte. Wenzel, der Faule, konnte auch dem Reichsadel nicht imponieren. Die Probleme mehrten sich, bis sich die Adligen, entnervt von der Untätigkeit ihres Herrschers, an seinen Halbbruder wandten, König Sigismund von Ungarn. Sigismund entschied sich für eine radikale Lösung. Er entführte den König, um ihn zum Abdanken zu zwingen, und nutzte die darauffolgenden Unruhen zu seinem Vorteil, um noch mehr Macht zu erlangen. Er marschierte mit einer riesigen Streitmacht in Böhmen ein und fiel über die Ländereien der Verbündeten des Königs her. Und hier beginnt meine Geschichte. Ja, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Projekt hier bei Ultimate Games namens Kingdom Come Deliverance. Ja, ein Open World Rollenspiel und der Zeit, also Mittelalter spielt. Ich weiß jetzt gar nicht genau das Jahr, ich glaube um 1400 rum. Und um was in dem Spiel geht, kann ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht so genau sagen. Aber ich würde sagen, ich laber gar nicht lange rum. Wir starten mal ein neues Spiel. Und ich wünsche euch ja, viel Spaß dabei. Ich überschreibe jetzt den neuen Spielstand. Und let's go! Warehorse. Das frühe 15. Jahrhundert war für das Heilige Römische Reich, welches unter der Herrschaft seines geblichenen Kaisers Karl des Vierten aufgeblüht war, eine Zeit des Aufruhrs. Blablabla. König Wenzels Untätigkeit brachte ihm den Unwilligen vieler Adliger ein. Das kann man gar nicht lesen, ist leider viel zu schnell. Aber naja. Thank you.
Gott segne. Dich auch. Heute ist es wirklich sehr heiß, oder? Mein fleißiger Gatte, wie kommst du voran? Gut. Ich sollte es heute fertig kriegen. Wo steckt eigentlich Heinrich? Er muss etwas für mich erledigen. Er hat noch geschlafen, als ich los bin. Zu dieser Stunde? Blaublütiger Faulpelz. Nun, wie es aussieht, war er die ganze Nacht unterwegs. Und hat gesoffen wie ein Lord. Dann weck diesen Müßiggänger mal auf. Ein Klaps auf die Rübe sollte genügen. Heinrich, jetzt komm, steh auf. Es gibt viel zu tun. Mutter. Wenn du nicht gleich aufstehst, schmeiß ich dich aus dem Bett, du Schlafmütze. Hast du gehört? Lege es lieber nicht darauf an. Nun steh endlich auf, dein Frühstück ist bereits auf dem Tisch. Moment, was ist das? Hast du dich wieder... Oh, Heinrich... Wie oft haben wir schon über deine Raufereien geredet? Ach komm, das ist nichts. Ist bloß ein Kratzer. Du hast wieder mit dem Schwert gekämpft, oder? Etwa nicht? Du solltest lieber beten, dass dein Vater nichts davon erfährt. Du weißt doch ganz genau, was er davon hält, Heinrich. Keine Sorge, das war es nicht. Ich hab mich bloß gekratzt, Ehrenwort. Na gut. Aber komm nur nicht heulend bei mir angekrochen, wenn du dich mal richtig verletzt. Und jetzt steh auf, du Schlaumeier. Ja, und es scheint wir zu sein, den Heinrich. Quest begonnen, unerwarteter Besuch. Unerwarteter Besuch, okay, das hört sich nicht so toll an. Wie siehst du denn aus? Was in Gottes Namen hast du letzte Nacht getrieben? Ja, was habe ich gehilft? Mit Hilfe der ersten zwei Auswahlmöglichkeiten in diesem Dialog legst du die vorgegebenen Eigenschaften deines Charakters fest. Keine Sorge, falls du nicht mit ihnen zufrieden bist, alle Eigenschaften können ohne Einschränkung weiterentwickelt werden. Wir unterhielten uns in der Schenke Redekunst, ich war beim Greigen Agilität, ich war bei Bianca Vitalität, ich arbeitete in der Schmiede. Nicht viel. Die Jungs und ich haben uns bloß in der Schenke unterhalten. Irgendein Wandersmann kam vorbei und erzählte uns, was in der Welt so vor sich geht, und ich übersah die Zeit. Hoffentlich hat er dir keinen Floh ins Ohr gesetzt. Mich beschleicht das Gefühl, dass du mir etwas verheimlichst. Und dass es etwas mit dem Kratzer auf deiner Hand und diesem zwielichtigen Kerl mit dem Schwert zu tun hat, der kürzlich hier auftauchte. Wieso sollte ich mich für Schwertkämpfe begeistern? Redekunst, Matthias zeigte mir das Bogenschießen. Ich war bei Bianca und wenn schon. Du glaubst, er unterweist mich im Schwertkampf, oder? Was hätte ich in diesem Kuhdorf davon? Ich belüge dich nicht, Mutter. Na gut, wenn du das sagst. Ich will nicht neugierig sein, aber wie du weißt, hält dein Vater nichts davon. Aufgabe begonnen, geh zu deinem Vater. Haben Matthias und Fritz nach mir gesehen? Mir sind sie heute Morgen nicht untergekommen. Sie sollten nicht schwer zu finden sein. Bestimmt lungern sie wieder im Wirtshaus herum. Mutter. Du bist fast erwachsen, Heinrich. Vater vermacht dir eines Tages die Schmiede. Und du machst dieser Bianca jetzt schon seit Monaten den Hof. Warum verschwendest du weiterhin deine Zeit mit diesen Rumtreibern? Die bringen nichts als Ärger. Ich habe Hunger. Könnte ich etwas zu essen haben? Ich habe etwas auf dem Tisch stehen lassen. Bedien dich. Ist Vater wütend auf dich? Ist Vater wütend, weil ich so lange geschlafen habe? Allzu glücklich ist er nicht. Gestern hast du versprochen, ihm mit Herrn Ratzigs Schwert zu helfen. Er ist nicht mehr der Jüngste und seine Gelenke setzen ihm zu. Er ist zu stolz, um zu klagen, aber er braucht deine Hilfe, Heinrich. Ich weiß. Keine Sorge, Mutter. Natürlich helfe ich ihm.
Gut. Er meint, dass seine Knie schmerzen, wenn ein Sturm aufzieht. Ich hoffe, er irrt sich diesmal. Es scheint ein so schöner Tag zu werden. Brauchst du Hilfe? Soll ich dir irgendwie helfen, Mutter? Du bist ein guter Junge, aber ich komme zurecht. Dein Vater braucht allerdings Hilfe. Ja, dann gehen wir doch mal zu ihm, würde ich sagen. So, Spiel gespeichert. Mit WASD kann man sich bewegen. Mit Umschalttaste rennen, Leertaste springen. E lässt dich mit der Welt interagieren. Du kannst mit Menschen sprechen, Dinge einsammeln, Kisten öffnen und so weiter. So, ich würde aber sagen, wir essen jetzt vielleicht erstmal was. Der gute Herr Heinrich hat nämlich Hunger, wie es aussieht. So, nehmen wir mal ein paar Äpfel mit. Äpfel sind gesund. So, 3 Stück. Wir können uns ja hier uneingeschränkt bedienen. Ein paar Brötchen wären vielleicht auch nicht verkehrt. Mal schauen, wo uns die Reise noch hintreibt. Brötchen. Noch ein Apfel. So, wir essen jetzt das Ganze. Okay. Käse können wir noch mitnehmen, ist auch nicht schlecht. Schauen wir uns mal kurz um. Irgendwo gibt es da bestimmt noch ein Inventar. Jawohl, da ist es. Sehr gut. Da ist unser Charakter. Wir sind also wirklich Heinrich. Ist jetzt nicht gerade der beste Name. Hauptstufe 2. Okay. Also wie in den meisten Rollenspielen kann man uns natürlich hochleveln, indem man Erfahrungspunkte sammeln und ja, halt unseren Charakter verbessern. So, wir essen jetzt erstmal was. Bisschen Käse und das sollte eigentlich reichen, denke ich mal. So, jetzt gehen wir zu unserem Vater. Der braucht, wie es aussieht, Hilfe. So, gucken wir mal raus. Also grafisch muss ich sagen, macht dieses Spiel wirklich einen sehr guten Eindruck. Es ist die CryEngine für die Leute, die es interessiert. Und ja, die CryEngine ist ja bekannt für sehr gute Grafik. Ist eine sehr gute Engine. Und ja, kann man eigentlich nicht meckern. Du hast entdeckt Schleifstein. Okay, da ist schon unser lieber Vater, der unsere Hilfe braucht, wie es aussieht. Zumindest bist du wach. Das ist ein Anfang. Sei es drum, wir haben viel zu tun. Ich stelle das Schwert für Herrn Ratzig fertig und brauche deine Hilfe. Wobei? Mir geht die Holzkohle aus, also lauf zum Markt und kauf einen Sack vom Köhler. Dann brauche ich etwas Geld. Das ist die andere Sache. Kunesh schuldet mir Geld für eine Axt, einen Hammer und die Nägel, die ich ihm vor einem Monat verkauft habe. Unter anderem. Sag ihm, er soll zumindest für das Werkzeug bezahlen und dann kauf mit dem Geld die Kohle. Kunesh? Dieser Suffkopf? Das wird ein Spaß. Du bist jetzt ein großer Junge. Ich bin mir sicher, du schaffst das. Wenn nicht, sag ihm, dass ich ihm die Nägel sonst mit dem Hammer in den Arsch treiben werde. Das hört er bestimmt gerne. Ist das alles? Nicht ganz. Der Kämmerer in der Burg hat die Parierstange für Herrn Ratzigs Schwert, die ich in Sasau gravieren ließ. Ich soll sie abholen? In Ordnung. Geld, Kohle, Parierstange. Verstanden. Und Bier? Mach auf dem Rückweg bei der Schenke Halt. Ich weiß ohnehin, dass du dein Mädel besuchen wirst. Aber sieh zu, dass das Bier noch frisch und kellerkalt ist, wenn du zurückkommst. Sie heißt Bianca. Genau. Also sieh zu, dass Bianca es frisch zapft. Und jetzt beeil dich, die Arbeit wartet nicht. Ja, sonst noch ein Wunsch. Die meisten Quests können auf unterschiedliche Weise abgeschlossen werden. Mit Redekunst gewinnst du Freunde, als unauffällige Person kannst du Ärger aus dem Weg gehen und wenn du die Dinge lieber direkt angehst, kann auch Gewalt eine Lösung sein. Ja, du hast gelernt Werkzeug. Das sind ganz schön viele Aufgaben für den Anfang, ey. Leco mio. Okay, dann muss ich mir jetzt erstmal kurz zurechtfinden. Wo sieht man denn jetzt, wo wir hin müssen? Da oben ist auf jeden Fall so eine Art Kompass. Und da sind so Symbole drin. Einmal C. Ich würde sagen, wir laufen mal zu C. Ich vermute mal, dass das... Alle Informationen über die Quests findest du im Questlog J. Questlog J, okay, unerwarteter Besuch, aktuelle Aufgaben. Ah, okay, doch, dann habe ich es mir schon richtig gedacht. Für zusätzliche Übersichtlichkeit werden sie auch... Naja. Ja, alles klar. Okay, ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal zu C. Und
Müsste ja hier schon irgendwo sein. Ah, vielleicht müssen wir mit dem Vogel da reden. Kunitsch. Gott sei mit dir, Kunitsch. Was willst denn du? Ah, das ist der Typ, wo ihm die Schulden... wo ihm noch was schuldet, okay. Mein Vater schickt mich wegen des Geldes, das du ihm für das Werkzeug und die Nägel schuldest. Ich hab nix. Verzieh dich. Natürlich. Du weißt, du schuldest meinem Vater sehr viel. Wenn er zum Vogt geht, bekommst du Ärger. Also zahl zumindest für die Axt und den Hammer, wenn du schon nicht alles aufbringen kannst. Ich hab nix, du Bastard. Scher dich zum Teufel, sonst zeige ich dir, was für Äxte dein Alter schmiedet. Boah, der geht mir schon wieder übertrieben auf den Sack. Überzeugen. Manchmal benötigst du Überzeugungskraft, um deine Ziele zu erreichen. Wenn du mit Menschen sprichst, hast du oft die Wahl, welchen Eindruck du bei ihnen hinterlassen willst. Du kannst einfach Reden benutzen, dabei spielt jedoch dein Ruf, den du bei deinen Gesprächspartnern genießt, eine Rolle. Im Mittelalter war der soziale Status höchst bedeutsam. Die Qualität deiner Gewandung und deiner Körperpflege haben im Zusammenspiel mit deinem Ruf enormen Einfluss darauf, wie Menschen auf dich reagieren. Siehst du gefährlich aus, fürchten die Leute sich davor, dich zu verärgern und sind eher gewillt, dir gefährliche Aufgaben zu übertragen. Dabei spielen vornehmlich deine Stärke und der abschreckende Effekt deiner Waffe und Ausrüstung eine Rolle, aber auch andere Aspekte wie beispielsweise Blutflecken auf deiner Kleidung. Manchmal kannst du Geld für dich sprechen lassen, du musst dich jedoch mit deinem Gegenüber auf eine überzeugende Summe einigen. Bestechung funktioniert genauso wie Handeln, siehe Handel und Falchen. In speziellen Fällen kannst du auch bestimmte Fertigkeiten von Heinrich einbringen, zum Beispiel die Fertigkeit Reiten. Nicht nur die Art und Weise ist beim Überzeugen wichtig, sondern auch die Wahl der richtigen Dialogoption. Manchmal reicht es nicht, einfach nur nach den höchsten Eigenschaften zu gehen. Du musst wirklich lesen, was Heinrich sagen wird. Alles klar. Oh mein Gott, das hört sich sehr, sehr kompliziert an. Vater wird dir einen Besuch abstatten. Wie du willst. Ich richte Vater aus, dass du nicht zahlst, und du kannst ihm dasselbe sagen wie mir. Haha, du Arschkopf. Ich krieg schon deine Scheißaxt noch. Oder was auch immer, hä. Ja, du blöder Hund. So, dann würde ich sagen, machen wir vielleicht erstmal die anderen Questaufgaben noch. Da sind ja noch eine ganze Menge. Du hast entdeckt Krämer. Da ist schon noch eine ganze Menge offen. Du hast entdeckt Schneider. Ist das dein Ernst, Deutscher? Beleidigst du gerade? Ich beleidige niemanden, ich sage nur die Wahrheit. Sigismund hat bloß getan, was getan werden musste. Ach wirklich, er musste den König entführen. Musste sein Vetter Prokop in eine Falle locken und auch noch einkerkern? Er musste in Kuttenberg einmarschieren und sie mit einer Armee von Tataren belagern? Warum nicht? Was taugt dieser Wenzel schon als König? Unser Reich wird in seinen Händen zugrunde gehen. Die deutschen Grafen wählten Ruprecht von der Pfalz zum König, weil euer ach so geliebter Wenzel noch nicht mal ihren Reichstagen beiwohnt. Deutschen Grafen? Diese Verräter. Sogar der Papst. Gott sei mit dir, Heinrich. Gesinnt. Mit dir auch, Matthäus. Was ist denn hier los? Ach, der Deutsche wieder labert nur Scheiße. Was? Ja, einfach hin, dann wirst du es schon merken. Irgendjemand muss für Ordnung sorgen und das Reich wieder vereinen. Was kümmern mich bitte die Österreicher? Und heutzutage kommt nicht mal mehr der Teufel persönlich bei all den Päpsten mit. Welcher ist denn der Rechtmäßige, der in Rom oder in Avignon... Hör auf mit der Blasphemie! Ist doch wahr. Wenzel ist schließlich der König von Böhmen. Und der böhmische Adel hält zu ihm. Zur Hölle mit Rosenberg und seiner Kabale. Herr Ratzig ist Wenzels oberster Kriegsherr und blieb dem König gegenüber loyal. Wenn er hören würde, was du gerade sagst, würde er dich wie ein Hund verdreschen. Dein Reichstag wird bald nichts mehr zum Regieren haben. Jobst musste Luxemburg verkaufen, um deinem König zu helfen. Südböhmen gehört Sigismund und... Mein Lieber, du solltest Kuttenberg nicht vergessen, wo Deutsche wie du Sigismunds Füße küssten, um ihre Köpfe behalten zu können. Ja, aber... Werter Herr Deutsch, das ist doch sinnlos. Lass uns über angenehmere Dinge sprechen. Genau meine Rede. Der Deutsche ist zu weit gegangen. Wenzel ist unser rechtmäßiger König. Er ist wirklich ein Idiot. Was können wir tun? Ich glaube, ich hätte da eine Idee. Dieser deutsche Hund verdient eine Lektion, da sind wir uns einig. Oder, Fritz?
Und wie, Matthäus? Wir sollten ihn ordentlich verprügeln. Bist du verrückt? Willst du am Schandpfahl enden? Ja, hör nicht auf Fritz. Ich habe eine bessere Idee. Bei dem Scheiß, den der Deutsche geredet hat, musste ich an den riesigen Misthaufen denken. Ihr wisst schon, den neben seinem wunderschönen, frisch gekalkten Haus. Denkst du, wir sollten es neu anstreichen? Ich bin dabei. Also, ich würde es lieber anzünden, wenn ich ehrlich bin. Jawohl. Aber das ist auch gar nicht so schlecht. Und was ist mit dir, Heinrich? Wisst ihr, ich wollte Vater gerade Bier und noch ein paar andere Dinge bringen. Wir stellen Herrn Ratzigs Schwert fertig. Komm schon. Ein paar Handvoll dumm zu schmeißen, wird sicher nicht den ganzen Tag dauern. Und es ist unsere Pflicht, die Ehre des Königs zu verteidigen. Also, Kumpel, bist du dabei? 3 gegen 1, Mann, was soll ich denn da sagen? Hey, kann ich ja nur ja sagen. Ist voll unfair. Leute. Ich sag natürlich ja, ist ja klar. Ja, die Ladezeiten sind, wie ich gerade feststelle, doch relativ lang. Weiß leider nicht, an was es liegt. Aber ich hoffe. Okay. Ich bin dabei, aber dafür müsste ich ihr mir helfen. Ich bin dabei, das mache ich nicht. Ja, nehmen wir doch das. Also schön, ich bin dabei. Aber dann müsst ihr mir auch unter die Arme greifen. Wobei denn? Kuhne schuldet meinem Vater Geld und zahlt nicht. Reden hat nichts gebracht, also muss ich wohl andere Seiten aufziehen. Alleine bekomme ich das aber nicht hin. Kein Ding, wir geben dir Rückendeckung, sobald wir das Haus des Deutschen neu gegipst haben. Ich würd's diesem Saufkopf nur allzu gern zeigen. Also schön, gehen wir. Der Deutsche sitzt immer noch im Wirtshaus. Ja, eine Hand wäscht die andere. Warum nicht? Ein bisschen Spaß, es schadet mit Sicherheit auch nicht. Es ist ja an sich nichts Schlimmes, wenn man nicht gerade das Haus anzündet. ja, passt es schon. Eigentlich. So. Himmel, pass auf, wo du hingehst. Wo soll ich denn hingehen, Mann? Hey! Was? Ach so, okay. Ziehen wir das jetzt durch oder nicht? Warte, wir müssen nachsehen, ob die Luft rein ist. Warum? Der Deutsche ist in der Schenke. Hast du nach all den Jahren nicht bemerkt, dass er eine Frau und einen Sohn hat? Und? Ist das ein Problem? Ja, ist es. Heinrich, geh und lock sie irgendwie weg. Warum ich? Weil du der Schlaue bist. Genau. Jetzt haben sie sich gerade selber gefickt. Weil du der Schlaue bist. Ja. Geiler Scheiß. Jetzt weiß er, die drei sind dumm wie Stroh, oder wie? Geiler Scheiß. Gattin des Deutschen. Ja, reden wir mal mit ihr. Die ist relativ was hübsch. Du, Junge? Ja, was ich will. Ich kam gerade am Wirtshaus vorbei und dein Gatte redete Unsinn. Ich dachte mir, dass ihn besser jemand nach Hause holt, bevor er Ärger bekommt. Was für Unsinn? Nun, dass Sigismund im Recht wäre und König Wenzel ein Säufer sei, sowas in der Art. Ein paar Leuten hat das nicht gefallen, also dachte ich... Gott Allmächtiger, dieser Narr! Als nächstes fängt er noch mit den Päpsten an. Kann gut sein, dass er auch Päpste erwähnte. Danke, dass du mich gewarnt hast. Hoffentlich erwische ich ihn, bevor er wieder in eine Schlägerei gerät. Oh, das ging ja leicht. Ja, und tschüss. Ja, also. Alles klar, dann streichen wir mal das Haus neu. Okay. Wartest du, Soldat? Feuert den Tribock ab! Für König und Vaterland! König und Vaterland am Arsch! Häuser einsauen macht einfach Spaß! Das ist fast so gut wie diesen Verräter am Pranger zu sehen. Aber nur fast. Also das wäre wirklich herrlich. Das ist für Sigismund! Wuhu! Fresst Scheiße, Deutschlinge! Ihr Bastarde! Was zur Hölle glaubt ihr, was ihr tut? Hey, Hans, siehst du schlecht? Wir verpassen deinem Haus einen neuen Anstrich. Es ist genauso wie das, was dein alter Herr in der Taverne über Sigismund erzählt hat. Wir tun nur, was wir tun müssen. Hurensöhne, ich werde euch verdammt nochmal den Arsch aufreißen. Oh, interessant, das will ich erst mal sehen. Und was machst du hier eigentlich, Bischek?
Mit diesen dreckigen Deutschlingen Händchen halten? Sag mal, möchtest du vielleicht die neueste deutsche Mode ausprobieren? Boah, der hat gesessen. Geil. Arschloch, das wirst du mir büßen. Okay, ich glaube, jetzt gibt's eine Schlägerei. Jawohl, Leute, endlich mal Action hier. So, jetzt Kampf, Schlag. Linke Maustaste, stärkerer, langsamer Angriff mit einer Waffe. Haken, stärkerer, langsamer Fausthieb ins Gesicht. Rechte Maustaste, Stich, schnellerer, schwächerer Angriff mit einer Waffe, Schlag, Fausthieb ins Gesicht. F, Tritt, wirf den Gegner zurück. Okay, Q ist blocken, eigentlich mehr brauchen wir gar nicht wissen. Vogel. Wow. Arschloch. Verdammte Sterne. Oh je. Yeah. Hey, du Sack. Gut, ihr da. Habt ihr den Verstand verloren? Der Büttel ist auf dem Weg. Oh. Wir machen lieber auch die Fliege. Hm? Oh. Lauf, ihr Schisser! Wir machen lieber auch die Fliege. Kann ich dich noch hauen? Ja, ich geh lieber. Oh. Ich schlachte dich ab. Dafür wirst du büßen. Was? Nein. Verpisst euch. Komm her, du Weichei. Ah, die verfolgen mich ja immer noch. Was ist los? Was? Okay, ich glaube, das war's. Mein erster Tod. Okay, alles klar. Mit denen legt man sich lieber nicht an. Ja. Nächstes Mal denkst du vielleicht zweimal drüber nachzustehlen. Was habe ich bitte gestohlen? Ich glaube, das war nicht so geplant, dass ich da jetzt im Gefängnis lande. Tag kann nicht besser werden. Ja, schön. Geil. Ich bin gestorben, alles klar. Also, ich würde sagen, das machen wir jetzt nochmal neu. Und tun die Gegner vielleicht nicht unbedingt, ja. Okay, der hat kein Gesicht mehr. Also, naja. Wie gesagt, manchmal sind ein paar leichte Grafikbugs drin, was normalerweise nicht hätte sein dürfen eigentlich. Aber ja, ich hoffe, ihr tut es verzeihen mir. Ja, das können wir jetzt auch nochmal überspringen. Komm, jetzt tun wir nochmal kurz die Schlägerei da. Verstand verloren? Der Büttel ist auf dem Weg.
Verflucht! Weg hier! Was wird das? Wir sind im Recht, wir müssen nicht fliehen. Oh ja. Ich würde sagen, ich hau mal lieber ab. Okay, die rennen mir ja nicht nach, zum Glück. Okay, dann ist das doch nochmal gut gegangen. Heieiei. Aber den einen haben wir ganz schön eingesetzt. Schwere Verletzungen an Körperteilen schränken deine Möglichkeit stark ein. Mit verletzten Beinen kannst du nicht laufen, mit einem gebrochenen Arm nur schwerlich dein Schwert schwingen und so weiter. Ja, was ich noch sagen muss, dieses Spiel setzt sehr stark auf realitätsgetreue Kämpfe. Also wie ich es jetzt hier oben gerade gelesen habe, wenn man irgendwie getroffen würde mit einem Schwert, dann verhält sich der Charakter natürlich komplett anders. Zum Beispiel, wenn jetzt irgendwie das Schwert irgendwie deinen Fuß trifft, du kannst nicht mehr richtig laufen und tust nur noch humpeln, dann bist du natürlich auch nicht mehr so agil und kannst dann natürlich auch nicht mehr so mega gut kämpfen, als wenn du jetzt gar nichts hast. Also es ist wirklich sehr realistisch gehalten und ich bin mal sehr gespannt, wie die Kämpfe so sind. Also bis jetzt gefällt mir dieses Spiel eigentlich wirklich sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, wie es euch gefällt. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr dieses Spiel so findet. Also wie gesagt, es ist ein Open-World-Rollenspiel mit sehr vielen Elementen, was es Fertigkeiten bekommen angeht. Man muss sehr viele Dialoge betreiben. Man muss sehr viel reden mit den Charakteren und kann diverse Nebenquests machen, Hauptquests. Also es ist wirklich sehr viel zu tun in dem Spiel. Und ja, ich bin mal gespannt. Er ist weg. Blöder Deutschling. Das war knapp. Ha! Fast wäre ich wegen diesem deutschen Pisser gefasst worden. Ja, ist doch nochmal gut gegangen, würde ich sagen. Können wir jetzt mit dem Herrn nochmal reden, oder wie sieht's aus? Ja, irgendwie, keine Ahnung. Na gut, Leute, dann würde ich sagen, mache ich hier mal einen kurzen Cut. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das Spiel so findet. Und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.